Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem TV Berlin Spezial. Das machen wir nicht ohne Grund, denn heute gab es einen richtigen Paukenschlag für Berlin. Denn Klaus Wowereit wird zum 11. Dezember dieses Jahres ja die Politik verlassen, sein Amt aufgeben. Das verkündete er heute Mittag im Rahmen der Senatspressekonferenz. Die Eilmeldung kam gegen 22:30 Uhr. Alle Kolleginnen und Kollegen der Hauptstadtjournalie waren überrascht, denn so wirklich hat niemand damit gerechnet, dass Klaus Wowereit zumindest in den kommenden Monaten ja sein Amt aufgeben wird. Über die Gründe erzählte er genaueres eben um 13 Uhr heute in der Senats-PK. Ja, und aus dieser PK wollen wir Ihnen gleich Näheres berichten. Wir zeigen Ihnen noch einmal die wichtigsten Stellen der Erklärung von heute Mittag von Klaus Wowereit. Es ging ganz normal los. Klaus Wowereit kam an. Sie sehen es, es waren unendlich viele Kolleginnen und Kollegen da, Fotografen, Fernsehteams, Reporter und Reporterinnen. Sie alle wollten natürlich ja als erstes darüber berichten, dass Klaus Wowereit nach fast 13,5 Jahren sein Amt als regierender Bürgermeister von Berlin niederlegen wird. Er verlor zunächst ein paar Worte über die Bewerbung, die künftige Bewerbung Berlins ja als Olympia-Austragungsstätte. Doch dann ging es zur Sache. Dann erklärte er sich nämlich zu seinem Rücktritt ja für den 11. Dezember dieses Jahres. Und in die Pressekonferenz wollen wir jetzt mal reinschauen. Wer dies mit unterstützen wird. Dann habe ich heute, weil auch am Schicksal des regierenden Bürgermeisters auch die Senatsmitglieder nach unserer Verfassung gekoppelt sind, auch noch eine persönliche Entscheidung mitgeteilt im Senat. Es gab in letzter Zeit ziemlich viele Spekulationen über die Frage von Amtszeiten des regierenden Bürgermeisters. Hört er vorher auf? Kandidiert er nochmal? Viel ist darüber schwadroniert worden, aber vor allen Dingen auch spekuliert worden. Ich muss auch eingestehen, dass diese Diskussion auch aus den Reihen meiner eigenen Partei auch mitbefördert worden sind. Ich bin der Auffassung, dass 2 Jahre vor Ablauf der Legislaturperiode dies eine Diskussion ist, die wenig Nutzen für meine Partei bringt, aber dafür viel Schaden für eine effektive Regierungsarbeit. Vor diesem Hintergrund habe ich dann heute im Senat bekannt gegeben, erstens, dass ich für eine erneute Kandidatur für das Amt des regierenden Bürgermeisters für die nächste Legislaturperiode nicht zur Verfügung stehe und zweitens, dass ich mein Amt zum 11. Dezember zur Verfügung stelle. Ich habe den SPD-Fraktionsvorsitzenden und den SPD-Parteivorsitzenden gebeten, eine Nachfolge zu benennen und das dazugehörige Verfahren festzulegen. Von den Zeitabläufen ist auch ein Mitgliederentscheid möglich. Ich bin bereit, den Amtswechsel auch darauf auszurichten. Das heißt also, dieses angestrebte Ziel, dann die Amtsübergabe in der Plenarsitzung am 11. Dezember zu machen, ist natürlich ein Ziel, aber es hängt auch ein bisschen von den Verfahrensabläufen ab. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe jetzt über 40 Jahre lang, davon 30 Jahre lang hauptamtlich, Politik für diese Stadt gemacht, als Bezirksverordneter, als Stadtrat in Tempelhof, als Abgeordneter, als Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus und natürlich eine lange Zeit als regierender Bürgermeister. Ich bin für die Zeit sehr dankbar, weil ich zu denjenigen gehöre, die die Möglichkeit hatten, sein größtes Hobby auch zu seinem Beruf zu machen. Insofern sind alle Beschwernisse, die auch damit verbunden sind, natürlich leichter zu ertragen, wenn man mit vollem Engagement dabei ist. Ich bin dankbar für diese Zeit, die ich für diese Stadt, für meine Stadt arbeiten konnte. Für mich ist immer klar gewesen, politische Ämter werden auf Zeit vergeben. Das muss sich jeder Politiker, jede Politikerin auch immer wieder klar machen. Das ist ein Wesenselement und die Frage ist immer, wie man dann damit umgeht. Und es ist nicht nur in der Politik, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens nicht einfach, den richtigen Zeitpunkt fürs Aufhören zu finden. Für mich ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen. Ich gehe freiwillig und bin stolz darauf, meinen Beitrag zur positiven Entwicklung dieser Stadt geleistet zu haben.
Am 9. November feiern wir den 25. Jahrestag des Mauerfalls. Für mich ist und bleibt der 9. November 1989 der glücklichste Tag in meinem politischen Leben. Und die Berlinerinnen und Berliner haben in den letzten 25 Jahren unendlich viel geleistet, um aus der ehemals geteilten Stadt eine internationale Metropole zu machen. Dies war nicht immer einfach und ging auch nicht immer nur geradlinig. Es war mit auch Rückschlägen verbunden, aber letztendlich doch sehr erfolgreich. Bei allen kleinen Unterschieden, die es auch noch zwischen Ost und West in dieser Stadt gibt, glaube ich, ist dieser Prozess der Vereinigung dieser Stadt in hervorragender Art und Weise auch geleistet worden. Berlin ist für viele Menschen aus der ganzen Welt the place to be. Und dies ist nicht eine Propaganda, die wir machen, weil wir uns so toll finden, sondern sie wird millionenfach bestätigt durch die Menschen, die in diese Stadt kommen, aus der ganzen Welt. Und darauf können wir gemeinsam stolz sein. Und dies ist eine besondere Situation, die diese Stadt ausstrahlt mit ihrer besonderen Historie, auch mit der Annahme der Aufarbeitung der dunkelsten Zeiten dieser Stadt, nämlich der Zeiten des Naziterrors und auch der Zeiten der DDR-Diktatur. Diese besondere Ausstrahlung dieser Stadt gilt es weiter voranzutragen. Und ich glaube, dass wir gerade in den letzten Jahren einen erheblichen Sprung nach vorne gemacht haben. Und dies spürt man in dieser Stadt. Und bei allen Beschwernissen, die sich auch daraus ergeben, dass vielleicht die eine oder andere Touristin mehr kommen in die Stadt, sage ich an dieser Stelle auch ganz deutlich, wir begrüßen jeden Besucher dieser Stadt aufs Herzlichste. Und es ist eine riesige Chance für diese Stadt. Und es ist gut, dass diese Stadt sich internationalisiert hat. Aber es ist auch ganz wichtig und notwendig, dass die Stadt weiterhin lebensfähig bleibt für die Menschen, die hier sind, für Menschen aus allen sozialen Schichten und dass diese Lebensmöglichkeit in der ganzen Stadt vorhanden ist und nicht nur in bestimmten Quartieren. Ich möchte natürlich auch ein Thema anschneiden, was ich ja jetzt schon auch auf dem Weg hierher bei einigen Berichterstattungen gelesen habe. Neben allen Erfolgen, es ist ja jetzt auch nicht der Punkt, hier Bilanz zu ziehen, das werde ich noch an geeigneter Stelle mehrfach noch tun und freue mich auch auf den kritischen Dialog über diese Bilanz. Aber eine der größten Niederlagen natürlich, und das möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht verschweigen, ist in der Tat die Nichteröffnung, nicht zeitgerechte Eröffnung des BER. Dies ist eine herbe Niederlage gewesen und ist sie bis heute. Und ich bedauere es, dass, und unendlich bedauere ich das, dass es bis heute nicht gelungen ist, dies zu korrigieren und alle Probleme zu lösen. Ich wünsche dem Projekt eine baldige Fertigstellung. Und vor allen Dingen wünsche ich auch eine faire Betrachtung dieses Projektes und eine Begleitung der weiteren Arbeit. Ich glaube, es ist auch mal eine gute Gelegenheit, da auch einige Relationen wieder ins rechte Lot zu bringen, was da in der Vergangenheit vielleicht auch nicht immer so glücklich gelaufen ist. Ich möchte an dieser Stelle all denjenigen Dank sagen, die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben. Und gerade auch in schweren Zeiten, die hat es gegeben, unabhängig auch von dem BER. Also manche denken immer, es ist nur der BER gewesen. Nein, wir haben hier alle miteinander hier so einige schwere Zeiten durchgestanden, die mir aber gerade in den schweren Zeiten Mut gemacht haben. Ist immer einfach, wenn man Erfolg hat, dann sind sie alle da. Wenn es ein bisschen kritischer wird, wird es schon alles ein bisschen schwieriger. Und ich habe von Anfang an, und das freut mich und das ist auch bis heute so, sehr viel Unterstützung von vielen Bürgerinnen und Bürgern in dieser Stadt bekommen, habe auch natürlich Ablehnung erfahren. Das ist in so einem Amt sicherlich auch nicht verwunderlich. Aber viele Menschen haben mich mit ihrer Sympathie begleitet und dafür bin ich auch dankbar. Ich danke meiner Fraktion und ihrem Vorsitzenden Saleh für die Loyalität. Ohne diese Loyalität wäre ein erfolgreiches Arbeiten auch nicht möglich. Und regierender Bürgermeister von Berlin zu sein, ist eine der größten Herausforderungen in der deutschen Politik. Das kann ich nach fast 13,5 Jahren dann also auch schon mal sagen. Das ist nicht einfach. Es ist aber eine sehr schöne Aufgabe,
natürlich eine riesige Herausforderung. Und es ist ein schönes, aber natürlich auch aufzehrendes Amt. Ich habe es mit Leidenschaft ausgefüllt, werde das auch noch bis zum Ende meiner Amtszeit natürlich tun und hoffe, dass ich dieses Amt des Regierenden Bürgermeisters in gute Hände übergeben kann. Auch wenn ich aus der aktiven Politik aussteigen werde, Sie können sicher sein, dass ich auch weiterhin für meine Stadt Berlin da sein werde, in der einen oder anderen Form. Aber die aktive Politik wird es dann nicht mehr sein. Aber ich liebe diese Stadt, so wie sie ist, mit ihren Widersprüchen, mit ihren Vorteilen, mit ihren Nachteilen, mit ihrer Rauheit, mit ihrer Schönheit. Und das wird auch so bleiben. Schönen Dank. Herr Bürgermeister, eine Frage zum Verfahren. Wenn Sie sagen, 11. Dezember, heißt es, dass die SPD bis dahin einen Nachfolger im Land haben muss? Oder würden Sie noch ein, zwei Monate dranhängen, bis sich die Genossen geeinigt haben? Gibt es einen Nachfolger, den Sie namentlich jetzt schon nennen können, den Sie bevorzugen würden? Haben Sie schon mit dem Koalitionspartner gesprochen? Wird er sich mit Ihrem Nachfolger zufrieden geben? So, erstmal zum Verfahren. Von der Verfassungslage ist die Situation so, dass ein regierender Bürgermeister im Amt bleibt, solange bis ein Nachfolger gewählt wird. Das ist so, da kann man auch gar nichts dran ändern. Ich habe den 11. Dezember genannt, weil ich das für einen vernünftigen Zeitraum halte, diese Übergabe zu regeln. Und ich gehe davon aus, dass die Gremien meiner Partei das Verfahren festlegen werden. Und dann kann man das genau beurteilen. Da kommt es aber jetzt nicht auf den Tag an. Aber ich glaube, das ist ein vernünftiger Zeitraum. Und am 11. Dezember, wie gesagt, ist Plenarsitzung. Und da böte es sich an, dann auch tatsächlich die oder den Nachfolger zu wählen. Aber das ist etwas, was ich jetzt nicht Ihnen definitiv beantworten kann. Das wird ja noch eine bestimmte Dynamik bekommen. Ich bin Mitglied einer demokratischen Partei und die wird sich gut überlegen, wen sie dann ins Rennen schickt. Und ich glaube, es ist nicht so angesagt, dass derjenige, der ausscheidet, nur dann also sich da besonders einmischt. Das heißt nicht, dass ich keine Meinung dazu hätte, aber erst mal sehen, wie überhaupt die Kandidatenlage sein wird. Und dann werde ich sicherlich eine bescheidene Rolle da spielen, aber keine besonders aktive. So, der Kollege direkt vor den Kameras im blauen Anzug, bitte. Herr Wobereit, Sie sagten eben, dass die Diskussion in der Partei über einen Nachfolger, der nicht von Nutzen gewesen ist, kann man das dahingehend interpretieren vielleicht, dass Sie die letzte Möglichkeit genutzt haben, um noch selbstbestimmt aus dem Amt zu scheiden, bevor die Partei Sie vom Hof gejagt hätte. Und Sie haben Saleh besonders hervorgehoben. Sie sagen, Sie bedanken sich für diese vertrauensvolle Zusammenarbeit. Könnte man daraus schließen, dass Sie den Namen Stöß nicht genannt haben, zum Beispiel, dass Sie eventuell daraus Prioritäten eventuell für die Nachfolgefrage zu schließen sind? Bei Fragestellungen kann man ja auch viele Unterstellungen machen. Wer mich kennt, der weiß auch, dass es nicht so leicht ist, mich vom Hof zu vertreiben. Also das, glaube ich, wäre keinem so einfach gelungen. Insofern hatte ich davor auch keine Angst oder Befürchtung, sondern ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, die ist auch über Monate gereift. Und ich glaube, das ist auch eine richtige Entscheidung. Zu Ihren sonstigen Spekulationen, das sind jetzt Ihre Spekulationen. Können Sie mir denn den Zeitpunkt nennen, wann Sie die Lust verloren haben, Politik zu machen? Ich habe überhaupt gar nicht die Lust verloren, Politik zu machen. Ich werde das auch als Privatmann ja natürlich weiter tun. Ich bin ja ein politischer Mensch und bleibe das auch. Nein, ich habe den stellvertretenden Parteivorsitz abgegeben, auch mit der Perspektive natürlich erstens, dass da auch ganz gut ist, wenn denn Jüngere dort mal zum Zuge kommen. Und wir hatten ja mit Thorsten Schäfer-Gümbel da auch einen sehr gut geeigneten Nachfolger gehabt. Und es war für den damaligen Zeitpunkt für mich schon klar, dass da irgendein Prozess auch ist, der sicherlich dann nicht die großen Zukunftsperspektiven mehr hat. Also war das alles noch in der Hand?
Alles so geplant kann man ja alles behaupten. Nein, es ist auch natürlich eine Entwicklung und ein Prozess. Und ich weiß nicht, jeder und jede, die mal vor so einer Entscheidung stehen oder standen, die müssen für sich selber auch beurteilen, wie das ist. Es ist ja keine leichte Entscheidung, dass, wenn man 30 Jahre lang hauptamtlich Politik macht, mit Haut und Haaren und mit all den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dann ist das nicht ein Prozess, den man einfach von heute auf morgen beendet. Aber es ist eben auch ein langer Prozess und ich glaube, ich habe da viel geleistet, viel getan, sicherlich auch kontrovers, aber für mich ist meine Bilanz positiv und deshalb kann man auch gehen. Ja, liebe Zuschauer, so viel die Erklärung Klaus Wowereit zu seinem Rücktritt am 11. Dezember dieses Jahres. Ja, man darf einschätzend sagen, es wird wohl ein Streit auf die Berliner SPD ja hinzukommen, denn natürlich gibt es dort zwei Fraktionen. Zum einen, Klaus Wowereit hat heute die Worte gewählt, zum einen der loyale Fraktionschef Raed Saleh und zum anderen offenbar der weniger loyale Parteivorsitzende Jan Stöß. Sie werden wohl unter sich ja in den kommenden Stunden ja ausmachen, ja, wie das nun weitergehen soll, wer denn künftig ja die Position des regierenden Bürgermeisters in der Hauptstadt ja innerhalb der SPD übernehmen werden wird. Wir werden gleich nach einer ganz kurzen Werbepause für Sie ein paar Reaktionen einsammeln. Genau gesagt macht dies meine Kollegin Agnes Fischer. Also bis gleich, bleiben Sie dran.